Guten Morgen mal wieder allerseits. So, wie versprochen, melde ich mich zurück. Nach einer schlaflosen Nacht, was für mich aber ganz normal ist, bin ich jetzt auf dem Weg nach Houston. Und heute habe ich mal jemand ganz Neues dabei, den ihr alle noch gar nicht kennt. Und zwar meine kleine große Schwester. Meine Schwester war noch nie in den USA und wir haben einfach mal, oder sie hat mich mehr oder weniger überrascht und hat gesagt, sie nutzt die Gelegenheit und bucht sich ganz spontan ein Ticket dazu und begleitet mich jetzt, hat noch eine Woche dran gehängt, macht dann noch ein bisschen Urlaub für sich selber. Ja, ich bin total froh. Ich freue mich auf Houston und werde euch, wie versprochen, auf dem Laufenden halten. Hocken gerade in Amsterdam, habe heute schon ein bisschen Fleisch gegessen, habe mich die letzten Tage an sich ganz gut erholt, habe auch schon wieder 7 Kilo mehr als am Wettkampftag. Fange ab heute an, wieder die Kohlenhydrate rauszustreichen und esse jetzt den ganzen Tag erstmal heute nur Fleisch und trinke noch relativ viel. Ab morgen wird dann das Wasser wieder gestrichen und ich denke, ich fange ein bisschen früher an, Kohlenhydrate wieder vor dem Wettkampf reinzupacken, damit ich, sagen wir mal, 3 bis 4 Kilo schwerer auf die Bühne gehe, als es in London war. Aber da muss ich ein bisschen spontan arbeiten. Halte ich aber auf dem Laufenden, gibt keine Geheimnisse, ich erzähle euch alles, wie es läuft. Ja, so far war es das erstmal und ich melde mich später wieder. Bis dann. Mahlzeit allerseits. Jetzt auf dem Flug. Wir haben Glück gehabt. Wir haben kein zu volles Flugzeug erwischt. Ich habe eine ganze Reihe für mich. Meine Schwester hat einen Fensterplatz und zwar für sich. Jeder fühlt sich gut und wohl. Da eben gibt es Essen. Für meine Schwester gibt es hier Flugzeug, Pasta, Brötchen, Nachtisch. Glaub mir, es riecht verdammt gut. Auch wenn viele Leute immer das Flugzeugessen schimpfen. Ich habe ganz schön Bock drauf. Für mich gibt es spektakulär für die nächsten 2 Tage Fleisch. Und zum Nachtisch gibt es ein originales Werther zuckerfrei. Zum Essen gibt es noch eine Cola Light und sonst trinke ich den ganzen Tag heute eine Menge Wasser, damit mein Gesicht und der Rest wieder ein bisschen schmaler wird. Ich schaue jetzt den neuen Mission Impossible an, versuche ein bisschen zu schlafen und hoffe, dass die 10,5 Stunden nach Houston schnell vorbeigehen. Bis dahin. So, wir sind tatsächlich gelandet. Und das Erste, was wir natürlich machen müssen, einkaufen gehen im Randalls, möchte ich natürlich alles nicht vorenthalten, weil die amerikanischen Supermärkte sind eine super Sache. Hier gibt es einfach echt eine Riesenauswahl an Diät und leanem Essen, wovon wir in Deutschland eigentlich nur träumen können. Ich führe euch einfach mal mit mir rum und zeige euch alles, deswegen dranbleiben. Mega gut, pre-cooked, Putenbrust mit 1% Fett oder als fertige Burger mit 10% Fett, was auch überhaupt kein Problem ist. Also richtig, richtig geil. Kann ich die nächsten Tage auch echt lecker essen.
Hey, guten Morgen allerseits. Also, der erste Tag heute mehr oder weniger. Meine Nacht war ein bisschen unruhig, aber das bin ich ja gewohnt. Wir haben jetzt circa 7:30 morgens und ich laufe jetzt hier zum Apartment Gym. Das ist ganz praktisch. Ich muss hier jetzt nicht extra ein Membership fürs 24 Hours oder sowas holen. Also, ich kann direkt hier vor Ort trainieren. Ja, nehme ich einfach mal mit. Hat nicht viel das Studio, aber es langt für mich vollkommen für meinen Supersatz-Oberkörper-Workout. Zeige euch nachher mal alle Maschinen und versuche so ein bisschen währenddessen mal reinzufilmen. Werde ich ja, ein bisschen kommentieren, damit ihr auch versteht, was ich mache. Und ja, das ist eigentlich alles. Dranbleiben. Stepper-Mischung. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist Latzug und Ruder in einem. Funktioniert auch echt gut, ein gutes Gefühl. Das hier ist komplett alles drücken, Schulter flach, Schulter und Brust flach und Schlägbank drücken. Und ich fange halt wie gesagt alles in Supersätzen an. Das heißt, ich mache jetzt den Anfang erstmal Latzug und Brust. Training soweit fertig. Jetzt gehe ich noch ein bisschen aufs Laufband, aber nur 20 Minuten. Ich denke mal so 3 Meilen, 6% Steigung, wie ich es bei mir echt gewohnt bin. Nur ein bisschen. Und danach geht es bei mir Frühstück, aber das zeige ich euch auch noch mal. Bis gleich. So, zurück in der Wohnung. Frühstück machen. Und was ich ja gestern Geiles gekauft habe, das komplett leane Turkey, Grounded Turkey, also Putenhackfleisch. Ist halt echt richtig cool, dass die Amis das mit 1% Fett nur haben. Und da zeige ich euch jetzt mal, was ich damit mache. Ich bin nämlich mega faul. Also, das hier sind normale Turkey Patties, 90% Lean, 10% Fett, was überhaupt kein Problem ist, jetzt beim Entladen. Und das hier ist komplett grounded, also ohne Patty-Form, mit nur 1% Fett, 99% Lean. Und da ich einfach stinkfaul bin, nehme ich das komplette Ding, so wie es ist, packe es in den George Foreman Grill und warte, bis es fertig ist. Besser als nichts. Also so sieht das Ganze aus. Da habe ich jetzt ein bisschen Gewürze drauf geleert. George Foreman Grill, sollten ja die meisten von euch kennen. Einfach Kontaktgrill mit einer gewissen Schräglage, dass das Fett rauslaufen kann. Kommt hier Pam Olivenöl. Und jetzt nehmen wir einfach den Patty. Patschen den da drauf. Fertig.
So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Also, für mich fast 5 Sterne. Kann ich mich nicht beschweren. Jetzt brauche ich mein Besteck, das da rauszufischen. Und wir legen gleich noch die normalen Patties nach. Die esse ich dann als nächstes essen. Also davon esse ich gleich die Hälfte mit ein bisschen Brokkoli und dann erst gegen Mittag wieder. Ist heute 800 Gramm Brote etwa. Das ist mein ganzes Tagesessen. Ein bisschen Brokkoli und das war's. So, jetzt ist fertig. Ist ja schon wieder viel zu spät. Ist schon wieder 9:30. Also meine, was weiß ich. 8 Unzen sind 160 Gramm, glaube ich. Gehacktes Putenfleisch, ein bisschen Brokkoli. Dazu, ich esse ein bisschen Senf, ist überhaupt kein Problem. Und sind richtig leckere Multivitamine. Da ich kein Wasser mehr habe oder kaum noch, gibt es die halt direkt. Ein bisschen trocken, aber geht schon. Und ihr wisst ja, viel hilft viel. Also 3 Löffel. Angestrengt. Irgendwie jeder Schritt, jedes Fußschlupfen ist ein Strapaze. Nach dem Frühstück gehe ich erstmal in die Badewanne. Ich muss mich noch rasieren. Und das schaffe ich einfach nicht auf einmal so böse anhört. Ich habe echt nicht die Kraft dazu. Deswegen lege ich mich da hin und fange ganz gemütlich mit den Beinen an. Und ja, werde im Laufe des Tages den Rest mitmachen. So. So sieht's aus. Für mehr gibt's heute nichts zu essen.